Hey Leute, ich bin gerade in meinem Zimmer und ich wollte eigentlich gerade auf die Skaterbahn fahren und Scooter fahren. Aber dann ist mir eingefallen, Max, er kann auf dem Scooter ja eigentlich gar nichts. Also könnte ich ihm eigentlich mal irgendwas beibringen. Ich kann jetzt noch selber auch noch nicht so viel, aber ich könnte ihm ja irgendwas, so einen leichten Trick zeigen. Lass euch die Skaterbahn. Ich kann die Sachen beibringen. Ehrlich? Was mit Chrissy? Die kann aber auch nichts. Ich bin einmal, habe ich ausprobiert, Roller zu fahren. Mit so einem Stuntroller von Ash, ne? Habe ich absolut abgegeben. Was? Sollen wir die Knie- und Ellenbogenschoner mitnehmen? Oh, ja, liebend gerne. Ich glaube, sowas haben wir nicht mehr. Also, ich habe mich einmal schon mal abgepackt. Mal schauen, wie es heute wird. Schreibt mal rein. Habt ihr momentan auch so Bock auf Stunt-Roller und so? Weil irgendwie Ash und seine Kumpels feiern das momentan richtig. Ich bekomme den Kleinen? Ja, ich kann mit ihm. Okay. Was machen wir jetzt hier? Der Band da vorne ist zu voll. Kannst du nicht? Scheiße. Hier mal zu springen einfach. Ich zu springen? Okay, oh. Ich probier erst mal. Irgendwas mache ich falsch. Probieren wir erst mal das Hinterrad hoch und das Vorderrad. Vorder? Ja. Und? Oh, Junge. Ich möchte das. Ich probiere mal kurz weiter, okay? Warte. Es wird nicht gut gehen. Ich kann das echt nicht. Junge, warum machst du das? Deine Füße sind zu groß, die passen da nicht rauf. Ich sehe schon, komm, ich werde noch ein paar Mal hinfliegen. Deine Füße. So, und dann? Ja, guck mal, ich hab's geschafft eben. Was als nächstes? Jetzt irgendwas Anspruchsvolleres. Du musst halt Vorderrad hochkriegen. Okay. Und Hinterrad. Okay, warte. Können wir nach Hause? Ich hab keinen Bock mehr. Mach du! Können wir irgendwas anderes machen? Du kannst doch nichts anderes. Was gibt's denn noch so zur Auswahl? Wir hätten die Schützer mitnehmen sollen. Ich hab eine Idee. Ich bin echt zu inkompetent dafür. Erstmal das Vorderrad hoch. Mhm. Und dann Hinterrad. Und das in einem Sprung. Jesus. Das heißt, guck mal, das ist ja dann am Ende so. Okay, guck. Okay, zeig einfach. Zeig mal erstmal alles, was du kannst, okay? Also man nimmt da zuerst das Vorderrad hoch und zieht das, also man springt Vorderrad Nein, hoch und zieht das alles, Hinterrad. Alles, was du kannst, erstmal zeigen. Okay, Dann gucke ich mir das langsam an. Hast du dich auch schon ein paar Mal abgepackt, oder? Ich hab mir die ganze Knie aufgerissen. Okay, dann ist es ja nicht so schlimm, dass ich hinfliege. Guck mal. Ja. Das heißt dann einfach Spaß, Mann. Ich zeig dir mal, wie ich das. Warte. Einmal komplett oder eine halbe Drehung? Komplette Drehung, Leute. Guck mal. Und dann ich halt, ein bisschen blöd guck mal, vor. Und das. Max. Ja? Das im Sprung. Ja, guck mal. Du kannst auch nicht im Schaden machen, oder? Doch. Hä? Ach du Scheiße. Warte mal, das wird. Was liegen? Ich mach nur so schnell wie ich kann. Eine halbe Drehung war das. Max! Warte. Eine halbe Drehung geht. Max! Ja? Guck mal so schnell. Warte. Ich sag nochmal, eine halbe Drehung. Wir hätten eigentlich einen Helm mitnehmen müssen oder so. Was ist denn ein 90? Du springst? Okay. So und landest so. Das heißt dann. Ja. Zeig her. Mach nochmal bitte. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich kann nur mit 80 Grad. Okay, mach mal. Nicht? Gibt's die Dinger eigentlich auch in Größe? Ich spreng und dreh mich einmal. Mach. Das kriegst du nicht hin. Das hab ich. Nee, selber. Hä? Mach zurück jetzt. Mach Hammer. Mach ein Leben. Rollen und zurück. Das geht nicht. Warte, ich will schon mal den Drehung.
10 Grad Drehung. Was sagst du? Das sieht so lustig aus. Nee, ich kann das aber überhaupt gar nicht. Also ich will. Nein. Leute, das ist sehr voll, wir gehen einfach nur kurz gucken. Ey, die machen sich ja safe alle über mich lustig. Garantiert. Guck mal, das sind kleine Kinder mit Skateboard, kennen bestimmt mehr als ich. Ja. ja, ungefähr. Hast du gesehen? Ja, und alles. Ey? Ja, außerdem! Max lässt sich jetzt Tipps geben von den Kindern. Das ist, Entschuldigung, ich bin im Weg, ne? Dann versuch mal. Traust du dich? Können wir ganz schnell, weil die wollen alle fahren. Könnt ihr? Ja, ist lieber, besser hier. Genau. Wo ist Ash? Ash ist nicht da, na gut. Na dann mal los. BMX-Rad war leichter. Ja. Ich flieg da mit hin. Garantiert. Sicher? Ey. Guck mal, wie die das machen. Ash hat's auch schon gemacht. Ja, zeig mal. Fahrt mal runter. Dann mal los. Guck mal, man muss irgendwie so weit rüber. Und Ash, wenn Ash sich traut. Ich weiß, aber versuch. Ich hab mich eben schon zweimal gefragt. Wahrscheinlich kann ich das mal hin. Na gut, traust du nicht. Nein. Muss er zugeben. Dann mal los. Ja, guck mal, Max, er zeigt dir das. Ja. Einfach nur abspringen. Nur abspringen. Das ist einfach. Ach, ja, okay. Du machst die ja super. Ich fühle mich hier ein bisschen fehl an fast jeden Fall. Ja? Ja? Ja, also wie ich filmen soll. Krass. Nee. Dann mal los. Ja, geht das. Nee, okay. Nicht. Na gut. Dann komm, Ash. Mach du mal. Wann kommt das Video an? Diese Woche, schätze ich. Kann ich dir noch gar nicht genau sagen, aber irgendwie wie immer. Kommt auf den Tag darauf an. Ash ist da. Willst du fahren? Ja. Ey? Dann mal los, fahr. Fahr mal. Wo bist du hin? Oh. Max traut sich, ne, eher. Jetzt müssen wir dich rausschneiden nachher. Bist du wie alt bist du? Ja, okay. So, wir verlassen jetzt einmal die Skaterbahn. Max hat sich leider nicht getraut. Echt, das ist echt deprimierend irgendwie. Ja, weil so kleine Kinder da so rumhüpfen können, ne? Aber was ich mich frage, ja. Fahren Erwachsene auch mit sowas? Ah, bestimmt. Ich hab schon. Hast du noch nie gesehen? Nee, echt nicht? Ich hab schon ein paar Videos gesehen, was Erwachsene machen. Ich kenn mich damit echt überhaupt nicht aus. Die Erwachsenen sind so groß. Ja. Ja? Ja. Ich wäre nur zu dumm dafür, glaube ich. So, jetzt. Also, dann würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich hatte hier einen guten Lehrer. Ne? Nächstes Mal noch ein bisschen mehr. Der Lehrer, der... Ja, ciao. Also, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Oder wir sagen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.